Seid gegrüßt, meine lieben Freunde, da bin ich wieder, euer Zordan. Und wie dieser Zombie es hier twist-tanzend schon anzeigt, es ist ein besonderer Feiertag, denn heute vor genau einem Jahr begann sie. Heute vor einem Jahr startete die Welt der Abenteuer. Und sie startete gleich abenteuerlich. Ich war ja schon ungefähr ein halbes Jahr vorher hier in dieser Welt zugange nach Zerons Folge 300 und begann damit, die Festung aufzubauen. Und als ich dann die Reise hier mit euch begonnen habe, da stand die Burg schon und die Mauer und der Alarmturm. Die habt ihr alle schon gesehen. Und dann ging es ab dann richtig rund. Und ja, jetzt ist es ein Jahr her. Nicht ganz die 365 Folgen geschafft. Das lag halt, wie gesagt, an den ein oder anderen Vorkommnissen in meinem Leben und auch daran, dass ich zeitweise nicht komplett die ganze Woche durchgesendet habe, sondern die Wochenenden ausgelassen habe. Aber jetzt läuft's ja alles wieder so wie gehabt und ja, das nächste Jahr kann kommen und dann irgendwann auch die 600. Folge. Jetzt wollen wir aber frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk gehen und einfach weitermachen, denn Minecraft bietet noch viel und wir haben noch viele Geschichten zu erzählen und viele Abenteuer vor uns. Und die Hexenmacht ist ja auch noch längst nicht fertig, ich meine, ne? Erst wenn sie fertig ist, irgendwann verbunden ist mit Hunsgrab durch diesen ganzen Sumpf, dann wird es vielleicht Zeit, irgendwann mal weiterzuschauen, was für neuen Aufgaben ich mich widmen kann. Aber bis dahin vergeht noch viel Zeit und noch viel Wasser fließt den Mojang-Strom hinunter. Nach Hexenmacht, jawohl. Das war so das Erste, was man immer gesehen hat. Dieser Turm, der jetzt da im Nebel steckt. Und die Burg, wie gesagt, die war damals fertiger und prächtiger. Ja, die, hier die kleine Kapelle, die stand natürlich auch. Aber all das hier, das ist ja wirklich erst jüngst fertig geworden. Hier die Zwergenbrauerei, das Gedenkherz, der Pferdezuchthof. Das ist alles schon neue Welt sozusagen von Hexenmacht. Und die Schafe mit den Schweinen zusammen. Ich frage mich wirklich, wo die anderen sind. Das waren noch viel mehr Schweine. Die sind alle irgendwie ausgebüxt. Ha. Huh. Hier vielleicht welche in der Brauerei? Hallo? Sind hier unten vielleicht ein paar besoffene Schweine? Nee, sieht nicht so aus. Dann wollen wir die Zwerge auch nicht bei der Arbeit stören. Denn wir brauchen ja gutes Dreipilz Premium Zwergenbräu. Ich genehmige mir mal eben eins. Schön auf die, so, Leergut kommt wieder rein. Schön auf auf das einjährige Jubiläum, ein Zwergenbräu. Und deine Feiermusik. Hier, du, deine Brüder haben mich neulich fast ganz schön fertig gemacht, aber ich habe es noch geschafft, mit einem halben Herzen. Habe ich eigentlich Zeug mit, was ich ins Lager bringen kann? Ja, so ein bisschen. Ja, irgendwie der An-Ausschalter hier funktioniert. Hier, eigentlich wollte ich das mal ganz ausmachen, aber irgendwie ist es immer noch ganz an. Dann kann ich das auch mal wieder ganz anmachen hier oben. Ich muss mal meinen Redstone-Chef-Elektriker herkommen lassen, dass der da nochmal guckt, was da schiefgegangen ist mit der Automatikmechanik. So, jetzt ist der Vorhang wieder geschlossen. Komm her, Polly. Auf die Feier des Tages ein Steak. Huch. Leder und Rüstung kommen hier rein. Ja. Reitausrüstung, meine ich natürlich. Knochen hier in die Knochenkiste. Saatgut hier hinein. Das gute Gammelfleisch, was wir hoffentlich bald teuer verkaufen können, hier hin. Oh, und das Hundsgrablied, ja, natürlich. Passender geht's ja gar nicht, denn ohne dich, mein lieber Freund Zeron, wäre ich ja überhaupt nicht hier und könnte diese wunderbaren Abenteuer erleben. Insofern natürlich in vollen Ehre noch ein Dank an Zeron dafür, dass er diese Welt überhaupt geschaffen hat und uns allen hier so eine Art Playground bietet, an dem wir tolle Abenteuer erleben können. So, das kann man gar nicht oft genug würdigen und schätzen.
So, Obsidian kann ich auch gleich mal einlagern, weil den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ach, guck, hier haben wir noch richtig viel davon. Schmiede waren, da geht das Feuerzeug wieder hin. So. Mit dem Rest geht es jetzt wieder rüber auf die Hafeninsel. Wir machen einfach straff weiter mit Bauen, wie sich das gehört. Und ein Jubiläums-Sonderding, ein Livestream, wird bestimmt noch kommen. Das kann allerdings jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht klappt das dann um Folge 365 oder sowas, dass es dann so ein bisschen den Kreis schließt. Aber vorher werde ich das jetzt diese und nächste Woche auf jeden Fall nicht hinkriegen. Ja, es tut mir leid, aber es ist so. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass erstmal noch normale Folgen weiterkommen. Aber wie gesagt, ein Jahr sind wir hier. Ein Jahr in dieser prachtvollen Sumpfgegend verteidigen wir gemeinsam Hundsgrab und sorgen dafür, dass alles in Ordnung kommt und ordentlich bleibt. Und ich bin ein Depp, ich hätte das Feuerzeug noch gebraucht. Arg, muss ich mir ein neues machen. Das ist wieder teuer. Verschwende ich wieder ein Eisen? Naja. Feuerzeuge kann man ja immer gebrauchen. Ja, so geht die Folge auch natürlich langsam aber sicher rum. Oh, hier ist noch Lehm. Oh, jetzt muss ich auftauchen. Au. Au. So. So, jetzt aber hier wirklich. Jetzt aber straff weiter hier. Ich habe das hier jetzt in Segmente eingeteilt. Da habe ich schon überlegt. Jetzt müsste man ja eigentlich auch. 1, 2, 3. 1, 2. Ja, genau. Der muss noch einen weiter hier. Müssen wir natürlich auch die Bootsstege dementsprechend anpassen. An die Segmente. Also, zukünftigen Bootssteg. So. Dann kommt nämlich hier einer. Okay, das Boot können wir mal abbauen. Sonst mache ich das nur wieder kaputt. Hier machen wir den etwas kleiner. Das wäre aber zu klein. Nein, nein, nein. Ja, ja, ne? Es geht straff weiter. Wir wollen den Hexenhafen fertigstellen noch. Auch bald und so. Deswegen tüddeln wir hier gar nicht lange rum. Da noch einer in die Mitte und dann haben wir nämlich schon die Bootsstege soweit. Where is the wood? Where is the wood? Where is the wood? Und dann haben wir hier nämlich 1, 2, 3, 4 schöne Anleger für Boote, die dann hier hinkommen. Und hier könnte man ja meinen, würde ich auch welche machen. Nein, hier, weil das bietet sich auch an. Da kommen auf Pfahlbauten, wie es schon angedacht war und vorgeschlagen war, die Lagerhäuser dann so ein bisschen rausversetzt. Dann haben wir mehr Platz für die. So, wie sieht das hier aus? Habe ich noch mehr Lehm? Nein, aber den können wir ja brennen. So, ich habe meinen Netherstein. Ich habe ein Eisen. Und ein Feuerstein, ja. Ach ja. Verschwendung, Verschwendung. So, machen wir ein Feuerzeug draus. Boot kann hier rein. Der kann in die Hand. Und dann setzen wir hier mal ein 1A Leuchtfeuer drauf. Das brennt auch ziemlich.
besser. Da habe ich die Zäune. Die müssen dann hochgehen und das wieder dicht machen. Ich muss auch aufpassen, dann. Oh, was ich hier für ein Haus daneben setze, das darf hier nicht zu eng sein. So, die Leiter hier mal wieder runter. Dieser Netherstein hat ja den Vorteil, dass er absolut wasserfest brennt, also da passiert da noch nichts. Der bleibt an, selbst wenn es regnet und regnen. Also es regnet hier, regnen tut's, wollte ich schon sagen. Man tut nicht tun sagen. Es regnet hier sehr häufig, wollte ich sagen. So, ein bisschen rausgepaddelt. Wenn man wollte, könnte man jetzt noch auf die Ecken da. Fackeln noch draufsetzen oder so. Ich gehe mal kurz an den Außenrand der Mole. Ja, das ist doch ganz schick so. Hey! Das alte Hafenlied wieder. Das wird schon ein schönes Leuchtfeuer. Mal gucken, ob ich diesen Kranz da noch irgendwie ein bisschen modifiziere. Jetzt hau ich mir erstmal hin. Und morgen machen wir die andere Seite. Ein Jahr Hexenmacht mit Zordern, das schauen wir. Wir sind schon ein Jahr mächtig dabei. Hauen alles zu Brei. Ein Jahr Hexenmacht schauen wir. Das muss noch zu. Mist. Au. Dum, 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 dum. So. Gucken, ob ich jetzt noch genug Zäune überhaupt dabei habe. Der war zu tief. Das tut weh. Wieder ringsrum hier. Komm her, die oberste Leiter kann ich nicht mitnehmen. Die stört nämlich so. So, da hätten wir den Kranz. Schon ganz. Und sie reichen nicht, also nochmal runter. Ah, aua. Habe ich noch welche hier oder muss ich jetzt neue machen? Zweite Rerres. Gar nicht mehr so viele Bruchsteine hier. Ja, weil ich nämlich die ganze Zeit hier mit. Zack, mit Behutsamkeit die Steine wegmache. Gehen die da drüben jetzt zwei hoch? Ich glaube, ne? Schon. Ja. Oh, ist das ein geiler Ausblick, oder? Schaut euch das an. Man steht hier hoch auf einem Turm und blickt über die Weiten des Meeres. Von Mojangs Weltmeeren. Herrlich. Jetzt hatte ich überlegt, ob man das hier noch so rüberkreuzen kann, aber A, habe ich dafür nicht genug Steine und selbst wenn ich das jetzt hier wegklappe, dann schweben die nur so in der Luft. Das sieht doof aus. Also nein, machen wir nicht.
Aber wir bauen hier noch Fackeln oben drauf. Hätte jetzt auch Redstone-Fackeln nehmen können, ne? Das würde ja auch ganz gut passen. Andererseits haben wir hier keinen Flughafen, also von dem her. Jetzt hingesetzt. Hinter mich? Zorda, du verrückter Hund, du. Ich hätte nicht so viel von dem Zwergenbräu Premium trinken sollen, glaube ich. Oh, und ich sehe gerade die Folge schon wieder rum. Das heißt, ich packe mich hier noch kurz runter. So ist recht. Und ja, dann geht's morgen gleich weiter. Dann kommt hier das Hafenhaus hin. Und hier liegt ein Ei. Was in drei Teufelsnamen soll ich denn mit diesem Ei? Liebe Freunde, macht's gut. Bis morgen. Tschüss.